bin ich ein zu. Passt irgendwie nicht. Passt nicht. Das Lied ist schon wieder dunkel. Ey. Und es ist richtig finster gewesen. Hoffentlich ist nichts passiert. Ich höre noch keine Monster. Das ist gut. So, ich habe hier noch rissige Ziegel. Das machen wir doch mal mit den rissigen. Wo waren sie jetzt? Da, die rissigen Ziegel. Da werde ich jetzt mal so irgendwie mal ab und an also einen rauskloppen. Möglichst in einer nicht regelmäßigen Reihenfolge, vielleicht auch mal zwei. Und vielleicht auch mal da oben einen. So, dann packen wir da nämlich rissige hin. Dann sieht das ein bisschen natürlicher aus. Richtig auf alt getrimmt, ja. So, wie sieht's aus? Jo. Hält kaum auf, das ist ja auch gut so. Ja, da ist jetzt die Frage. Baue ich hier nicht doch in dieser Höhe weiter? Das sieht irgendwie blöd aus so. Wir haben da hinten halt eine lange Reihe. Das sieht blöd aus. Das sieht blöd aus. Also, das machen wir jetzt noch. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Da muss ich direkt mal gucken. Ach, so lang ist das noch gar nicht. Hey. Kommt mir länger vor irgendwie. Hey. Vielleicht bin ich müde. Kann sein. Naja, machen wir das hier noch erstmal fertig. Also das hier jetzt ein bisschen anders. Mal gegenüber beleuchten. So, das kommt dann wieder weg. Das kommt dann auch weg. So, okay, also das kommt dahin. Ja, und dann können wir das nämlich wirklich so machen.
dass das sozusagen in einer Rundung dann da ist, versteht ihr? Wie ich das meine, wahrscheinlich nicht, ist auch egal. So, ich wollte eigentlich noch ein Thema anschneiden, ein sehr interessantes Thema. Aber da bin ich heute, ehrlich gesagt, dann doch ein bisschen zu müde dazu. Und deswegen verschieben wir das auf die nächste Aufnahme. Vielleicht muss ich mich dann auch noch ein bisschen mehr dazu informieren, denke ich mal. Mehr darüber informieren heißt das. Ja. Wie machen wir das dann da? Da kommt das ja so um die Ecke. Dann lassen wir das hier so um die Ecke und dann machen wir hier gerade Wände hoch, oder? Ja, wir müssen die Ecke da reinmachen. Damit das hier an den Liftschacht besser hingeht. So, jetzt schauen wir erstmal. Wie das mit Steinziegeln aussieht. Okay, wir machen an dieser Stelle dann die Ecke. Nein, das sind die rissigen Ei. Habe ich von der anderen überhaupt noch welche? Doch. Ah, da habe ich noch genug von. So, da können wir vielleicht die ganze Wand noch. Hier brauche ich ja doch nichts. Hallo. Da ging das ja schon richtig, aber das ist ja schon okay mit der Erde hier. So, dann müssen wir das noch weghacken. Hey, Vorsicht. Und dann wären wir im Prinzip damit fertig.
So, und die anderen, hier sind die anderen, haben wir zumindest mal eine Wand schon mal heute geschafft. Und da machen wir auch noch Sternziegel hin. Ja. Ihr wisst schon warum. So. Dann haben wir hoffentlich alles ausgeleuchtet. Und da kommt schon der Mond. Ah, den gehen wir jetzt mal ganz schnell zum Schlafen. Machen wir das doch anders. Ich wollte ins Lager sprinten und das wegräumen, aber dann machen wir noch 10 Minuten länger. Das wäre jetzt doch ein bisschen zu hektisch. So, Lager. Was wollte ich? Geländer holen. Ah, das ist aber echt viel, ja. So, und da kommen immer noch welche nach. Was machen wir da für Geländer hin? Ja, wir haben da ja noch von, brauchen wir glaube ich 6 Stück. Ist das richtig? 1, 2, 7. Denke ich mal. Also nehme ich 8 mit, das würde ausreichen. So, die Stimme ist auch schon ein bisschen vermurkst, ja. Siehste, habe ich mir doch gedacht, dass da Monster entstanden sind, weil ich zu spät geschlafen habe. Okay. Was habe ich denn hier gemacht? Hier habe ich alles mit rissigen Ziegeln gemacht. Na gut. Ist mal eine ganz nette Abwechslung vielleicht. Also 8 Stück. Was hatte ich gesagt? Ich brauche 7. Ich brauche nur 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauche ich nur. Hier kommt ja dann noch so was hin. So, dann können wir von hier nämlich in den Hafen runter gucken. Ja. Hier ziehen wir das Ganze um die Ecke. Haben wir noch von den muss ich dann doch erst noch mal welche basteln.
So, ihr merkt schon, dass ich nicht so gesprächig bin, wenn ich müde bin. Und deswegen verschiebe ich, wie gesagt, das Thema, was ich noch eigentlich besprechen wollte mit euch. Das verschieben wir auf die nächste Aufnahme, falls ich dann daran denke. Das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Da kann dann auch der hin. So, ey. Der kann dann auch weg. Ach, das habe ich mir gedacht fast, dass der das nicht möchte wie ich. Müssen wir die Plattform noch etwas weiter bauen. Gemacht. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wie wir das dann hier machen. Das geht ja dann da um die Ecke. Das heißt, wir müssten also dann theoretisch hier das dann so machen. Funktioniert. Nein. So, wir haben doch bestimmt da unten noch ein. Rein irgendwo rumfliegen, oder? So ist es, genau ein. Den brauchen wir, dann haben wir hier mehr oder weniger das Gewölbe an der einen Seite schon mal fertig. Das Hafengewölbe. Upsa. Der eine, der fehlte mir noch. So, dann machen wir hier oben noch ein paar Lampen hin. Unten dann sowieso. Okay, damit haben wir sozusagen. Das können wir erstmal abpacken noch. So, damit haben wir sozusagen hier schon mal einen Teil fertig. Also in der nächsten Aufnahme machen wir dann hier den Rest von dem Hafen. Das geht dann also da so rum. Senkt sich dann auch entsprechend ab, vielleicht ein bisschen schneller. Weil wir ja hier schon relativ nah die Ausfahrt haben. Da hinten ist ein bisschen weiter weg. Nicht wahr? Wo ist jetzt meine Uhr? Da. Ja, und das passt ja wunderbar. Jetzt haben wir auch dann genug Zeit. Um uns ins Lager zu begeben. An dem Monster vorbei. Das stört jetzt nicht. Oder? Stört es? Wo ist es? Der ist wahrscheinlich draußen entstanden. Auf dem Dach von dem Eingang.
So. Meh. Okay, dann tun wir mal unsere Sachen hier weg. Dann brauchen wir also fürs nächste Mal dann wieder genügend. Ja, da kommt ja einiges raus. Dann tun wir auch wieder ein bisschen Kurbel oben rein. Die ganzen Kurbel da rein. Bruchstein. Doch, ich würde gerade sagen. Stimmt, wir müssen Bruchstein da rein tun. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Von hier kann ich das nicht sehen. Na, nee. Von hier auch nicht. Wenn ich jetzt in meine Badeanstalt da möchte, dann muss ich draußen rausgehen. Ja, und wie ist das mit der 1? Mit der 1.18 wird die Schneefallgrenze wieder erhöht. Dann würde ja der ganze Schnee hier wegtauen. Dann hätten wir die Eiszeit überstanden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Eiszeit, die ihr jetzt seid. Wie vielen Jahren war es das ein schöner Sonnenuntergang hier? Guckt euch das an. Rummelsberg. Ein toller Sonnenuntergang. Wir legen uns erstmal hin. Die Stimme lässt auch schon sehr nach. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Oberspielt. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal dann wieder mit einer besseren Stimme unterwegs bin als heute. Bye bye.